Das war eine andere Liebe, eine andere Zuneigung. Das war nicht mehr das gleiche Gefühl, wie es vorher war. So beschreibt Lars S. seine Gefühle gegenüber der Familie ein halbes Jahr nach seinem Auslandseinsatz. Diagnose: posttraumatische Belastungsstörung. Aus dem Anblick einer Wiese wird ein Flashback. Es tauchen die Bilder auf aus Bosnien, wo diese Minenverdachtsgelände waren. Und obwohl da keine Minenschilder stehen, suggeriert das Gedächtnis halt Minenschilder. Und das suggeriert dem Körper sofort diese Alarmhaltung. Eine absolute Krampfhaltung, also dieses lockere Gehen, wie sie eben hatten, gab es vor 2 Jahren noch nicht. Mit 18 geht er zur Bundeswehr. 4 Jahre später arbeitet der Soldat im NATO-Hauptquartier im belgischen Mons. Auch Prangdorf bei Sarnez gehört zu seinen Stationen. 2004 ist er für 3 Monate in Bosnien und Herzegowina, in Vojnica, südlich von Sarajevo. Sein Sonderauftrag: der Soldat lebt als sogenannter Temperaturfühler inmitten der Bevölkerung. Er soll dem organisierten Verbrechen auf die Spur kommen und landet auf dessen Todesliste. Die ständige Angst vor einem Hinterhalt und Erlebnisse, über die er immer noch nicht sprechen kann, brennen sich ein, auch Gerüche. So ein alter, kokelnder, modriger Geruch. Den Geruch gibt es in Ortschaften, den gibt es aber auch in Wäldern. Also es gibt hier auch Orte, wo es triggert. Fehlende Fluchtmöglichkeiten wie rote Ampeln oder geschlossene Bahnübergänge lösen Luftnot, inneres Zittern und das Trommeln seiner Organe aus. Lars S. ist kurz davor aufzugeben, erfährt vom mecklenburgischen Verein Reha-Hunde. Eine Trainerin bildet Hündin Emma aus, seine Rettung. Sie ersetzt keine Psychotherapien und Medikamente, aber sorgt für einen strukturierten Tagesablauf, führt ihn an Orte, die er zuvor vermied, holt ihn mit Bällen und Anstupsen aus seinem Film vom Krieg. Die spürt diesen, dass die Welt irgendwie auseinanderreißt dann. Also dass dieses, da ist irgendwie ein Band zwischen uns und das dehnt sich und droht zu zerreißen. Und das merkt der Hund und bevor es zerreißt, sucht der Hund diese Verbindung. Mit dem Reha-Hunde-Verein und seinen Mitstreitern will er Traumatisierten helfen. Sie wollen ein betreutes, tiergestütztes Wohnprojekt in Mecklenburg-Vorpommern aufbauen, das erste deutschlandweit. Wir reden von kleinen Wohngruppen, wo jeder Soldat, jede Soldatin seine eigene Wohnung finden soll, aber trotzdem alle gemeinsam einen Gemeinschaftsraum haben sollen, gemeinschaftliche Sporteinrichtungen haben sollen und Gemeinschaftsprojekte leben sollen. Seit Jahren kämpft Lars S. gerichtlich um die Anerkennung seiner gravierenden seelischen und körperlichen Schäden durch den Bundeswehrdienst. Doch sein größter Kampf ist ein anderer. Einmal die Frage nach der Schuld und damit einhergehend die Frage, was haben wir bewirkt? Und wenn ich heute die Zeitung aufschlage und Berichte lese zu genau unserem Einsatzort, den wir damals hatten, muss ich feststellen, dass wir nichts bewirkt haben. Wie wir eben gesehen haben, sind es enorm viele Dinge, die Lars belasten. Und Emma, der Therapiehund, kann ihm eben helfen. Er hat Emma bekommen vom Verein Reha-Hunde Deutschland. Und die Vorsitzende von diesem Verein und auch die Ausbildungsleiterin ist heute zu uns gekommen, Astrid Lettwiner. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie hat die ganze Zeit ein Auge auf Miles, der auch mal mitgekommen ist, auch ein Therapiehund. Und zusammen mit Hartmut Retzlaff arbeiten Sie ja daran, schönen guten Abend auch Ihnen, dass irgendwann mal so eine Wohngruppe entsteht. Vorher würde ich ganz gerne mal wissen, warum schafft ein Tier es leichter, den Zugang zum Betroffenen zu bekommen, als vielleicht ein Therapeut? Ein Hund möchte nichts von einem. Ein Hund ist einfach da, der akzeptiert den Menschen so, wie er ist. Und wie lange dauert so eine Ausbildung?
Etwa 2 Jahre. Unsere Hunde werden angekauft von Züchtern, gehen dann in Patenfamilien. Dort wird geschaut, wo die Stärken und Schwächen des jeweiligen Hundes sind. In einem Jahr, die Paten werden von einer Trainerin betreut. Später kommt der Betroffene, dann schauen wir, welcher Hund passt. Und der wird individuell nach den Bedürfnissen des jeweiligen ausgebildet. Muss der Betroffene dann weiter mit ihm trainieren? Es gibt zwei Zusammenschulungen bei den Betroffenen. Dort lernt er, mit dem Hund umzugehen und die Kommandos abzurufen. Mhm. Natürlich müssen spezielle Kommandos dann immer mal wieder abgerufen werden, die eher weniger abgerufen werden. Das ist so. Was kostet das Ganze? 28.000 Euro kostet so ein Hund bei uns. Wer zahlt das? Die Krankenkassen zahlen es nicht. Es läuft über Stiftung und Sponsoren. Und die Betroffenen zahlen einen Eigenanteil. Der beläuft sich auf ein Minimum. Und der Rest, dem bezahlt der Verein, also unser Verein. Herr Retzlaff, warum sagen Sie, ist es wichtig, dass es so eine betreute Wohngruppe gibt? Warum kann zum Beispiel sowas nicht die Familie leisten? In diesen Fällen ist der Betroffene oder die Betroffene schon so weit, dass es im Prinzip gar keine Familie mehr gibt, die auf dem Weg dahin, wie sie jetzt da sind, ja, geschreddert sind. Mhm. Und haben Sie denn schon, ich sag mal, einen Ort gefunden, eine Wohnung, ein Haus, wo diese Wohngruppe unter Umständen dann sein könnte? Noch nicht, noch nicht. Mhm. Wir wissen nur, es wird definitiv in Mecklenburg-Vorpommern dieses erste Wohnprojekt geben. Wir haben die Möglichkeiten durch die verschiedensten Ebenen und so weiter, auch das Geeignete zu finden. Wen können Sie denn noch mit ins Boot holen? Also wir haben ja gehört, allein so eine Ausbildung ist sehr teuer. Die Wohngruppe wird auch nicht gerade preiswert sein. Das ist richtig. Durch das Verteidigungsministerium und die entsprechenden Verantwortlichen haben wir Wege aufgezeichnet bekommen. Mhm. Und wir werden auf jeden Fall, das ist mein nächstes Ziel, ab Januar mit der Universität in Rostock etwas machen, eine wissenschaftliche Begleitung. Mhm. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Geld zu schöpfen und die Sache auf richtig festen Fundamenten zu bringen. Wie viele Betroffene sollen das ungefähr sein? Und wann könnte man damit rechnen, dass die Wohngruppe existiert? Zum zweiten Teil der Frage, das weiß ich noch nicht. Mhm. Das ist von zu vielen Sachen abhängig. Wir sind auch immer noch auf dem Weg der Erkenntnis. Es werden aber zwischen 8 und 12 Betroffene untergebracht sein, in eigenen Wohnungen, mit eigenen Hunden, mit dem Ziel, die ersten Schritte in ein normales Leben wieder in den Griff zu kriegen. Ich danke Ihnen beiden oder Ihnen dreien, muss ich ja sagen, fürs Kommen und für all diese Informationen. Dankeschön. Wir danken auch. Gerne.